Wir entdeckten eine alte, verlassene Marionettenfabrik und werden sie heute Nacht erkunden. Es ist so verdammt kalt, murmelt meine Freundin zitternd, und ich wickle meinen Schal vom Hals ab und werfe ihn ihr über die Schultern. Nein, antwortet sie, obwohl sie lächelt. Jetzt wird dir nur kalt. Mir wird nicht kalt, lüge ich, während wir gemeinsam zur Fabrik gehen. Die Fabrik ist schon ewig verlassen. Ein riesiger, halb eingestürzter Monolith hier draußen in der Buschlandschaft. Die Gegend um uns herum ist mit Schnee bedeckt und unsere Schatten sind lang und dunkel im orange-weißen Schein der einzigen noch funktionierenden Straßenlaterne. Es ist noch nicht Nacht, noch nicht ganz. Aber der Tag ist dunkel und düster. Es ist niemand zu sehen und der Schnee vor uns ist frei von Fußspuren. Glaubst du, dass die Gerüchte wahr sind? Frage ich sie, packe sie an den Schultern und lasse sie zusammenzucken. Sie schimpft und stößt mich weg. Mann, ey. Natürlich sind sie wahr. Sie müssen wahr sein. Wir würden doch nicht in ein Gebäude gehen, in dem es nicht spukt, oder? Das wäre ja langweilig. Der Eingang der Fabrik kommt immer näher. Das Glas einer der Außentüren ist zerbrochen, die andere ist mit einer Holzplatte verkleidet, die inzwischen stark beschmiert ist. Eine krude Marionette ist mit weißer Farbe aufgesprüht und darunter steht in schwarzer Schrift die ominöse, kryptische Warnung: Lass dich nicht aufhängen. Lass dich nicht aufhängen, flüstere ich Laura unheimlich ins Ohr und sie lacht und stößt mich ein zweites Mal von sich. Ihr Lachen verstummt, als wir vor die Tür der Fabrik treten. Das Tor ins Unbekannte. Also, sage ich, bist du bereit, hineinzugehen? Ja, antwortet sie und blickt hinter sich. Ja, lass es uns tun. Also gehen wir rein. Ich greife nach dem Griff und stöhne vor Anstrengung, aber es gelingt mir, die Tür einen halben Meter zu öffnen und wir zwängen uns durch den Spalt in die Dunkelheit. Die winterliche Brise wird zu einem stetigen, anhaltenden Rumpeln, während wir uns immer weiter in den Flur und durch weitere zerbrochene Türöffnungen schieben. Hier in der Lobby hängen Porträts, die völlig verstaubt und verblasst sind und von denen nur noch schwache Konturen zu erahnen sind. Wir nehmen uns etwas Zeit, um sie zu bewundern, oder was von ihnen übrig ist, um zu enträtseln, was sie einmal dargestellt haben könnten. Eine dieser verblassten Silhouetten sieht aus wie ein Mann, oder zumindest eine Person mit ausgestreckten Armen. Eine andere Kontur erinnert mich an eine Schnurspule. Ich versuche, einige der Schmutz- und Staubschichten wegzureiben, aber es kommt nicht viel mehr zum Vorschein. Das ist schon unheimlich, murmelt Laura. Was glaubst du, was die hier früher gemacht haben? Keine Ahnung, antworte ich, als wir durch die Lobby in den Hauptraum des Erdgeschosses der Fabrik gehen. Seltsam, dass dieses Gebäude immer noch nicht richtig ausgeräumt worden ist, wenn man bedenkt, wie lange es schon hier steht. Überall um uns herum stehen seltsame, schlummernde Maschinen. Ungewöhnlich und unerkennbar. Dunkle und verrostete Zahnräder, Kolben und zentimeterdicke Staubschichten. Ein Schauer durchfährt mich und ich erschrecke, als ich in der Ecke eine Gruppe bleicher Gestalten entdecke, die uns schweigend beobachten. Aber es sind nur Schaufensterpuppen, Mannequins. Gesichtslos und harmlos. Ein nervöses Lachen entweicht meiner Kehle. Laura folgt meinem Blick und stößt mich sanft an. Die Dinger da drüben haben dich doch nicht erschreckt, oder? Hm? Ich schüttle den Kopf und auch sie lacht. Dieser Ort ist wirklich verrückt, murmle ich, während wir herumlaufen und unsere Füße bei jedem Schritt kleine, aber dicke Staubwolken aufwirbeln. An den Wänden hängen noch mehr von diesen verstörenden Graffiti. Von außen sah es vielleicht ganz amüsant aus, das Gekritzel an der vernagelten Tür. Aber hier drinnen, in den Schatten und im Schein unserer Handytaschenlampen, sieht es geradezu albtraumhaft aus. Große, unheimliche Marionetten, weit aufgerissene, starrende Augen und verdrehte Grimassen in bleichem Knochenweiß starren aus der Dunkelheit. Einige dieser Marionetten haben ihre eigenen Puppen, die an Schnüren an den Fingerspitzen der Kreatur hängen. Diesmal lachen wir nicht darüber. Laura greift nach meiner Hand und drückt fest zu. Komm schon, sagt sie, lass uns weiter. Und das tun wir auch. Vorbei an Reihen von kaputten, ineinander verschlungenen Maschinen und einer weiteren Schar von Schaufensterpuppen, die ungeschickt zu Boden gefallen sind, schieben wir eine verrostete und zerbröckelnde Kette von einer Doppeltür. Als wir sie knarrend öffnen,
und hindurchgehen sehen wir einen Teil der Fabrik, der noch baufälliger ist als der vorherige. Ein Teil des Daches ist eingestürzt und durch die Löcher in der Decke sieht man dunkle, schmale Lüftungsschächte und dünne Ströme aus grauem, silbrigem Licht. Durch einige dieser Risse dringt leichter Schneefall und der Boden und die Maschinen sind mit einer dünnen weißen Schicht überzogen. Das ist so verdammt cool, sage ich zu ihr. Und was sagst du? Diese ganze Atmosphäre ist so unheimlich. Meine Worte werden unterbrochen, als sich vor mir etwas bewegt. In einer kleinen Staubwolke gleitet ein Holzbrett von einem Trümmerhaufen und fällt mit einem leisen Klappern auf den schneebedeckten Boden. Wir starren auf die Trümmer, Laura und ich, in Totenstille. Eine Stille, die kurz darauf von einer leisen Stimme in der Dunkelheit unterbrochen wird. Kein Grund zur Sorge. Hi, Leute. Mir gefriert das Blut in den Adern, als eine schemenhafte Gestalt hinter den Trümmern auftaucht. Doch ich versuche mich zu beruhigen, als mir klar wird, dass es nur ein Typ ist. Er hält eine Kamera in der einen Hand und winkt mit der anderen. Ich fühle umgehend diese spürbare Erleichterung meiner Freundin, als sich der Griff um meine Hand deutlich lockert. Hey, rufe ich ihm zu. Er ist ein schmächtiger Kerl, blass und ausgezehrt. Und seltsamerweise hat er zwei dunkle Streifen über und unter jedem seiner Augen gemalt, quer über die Augenlider. »Wie geht's?«, fragt er, während er unbeholfen näher tritt. Er stolpert über ein Brett und stürzt direkt auf uns zu. Oh. Laura fängt ihn auf und ich schaffe es, seine Kamera zu greifen, bevor sie zu Boden fällt. »Scheiße. Tut mir leid«, murmelt er, als er sich aus Lauras Griff löst und seine Kamera wieder an sich nimmt. Er nickt uns zu, während er sich den Gurt um den Hals hängt. »Danke. Also ich wollte euch nicht erschrecken. Ich komme manchmal hierher, um Fotos zu machen.« Um seine Aussage zu untermalen, hebt er die Kamera kurz hoch. »Was habt ihr denn vor? Eine kleine Erkundungstour?« »Ja«, antworte ich. »Schön, dich kennenzulernen, Mann. Mein Name ist Gary, das ist Laura.« »Hey«, begrüßt meine Freundin ihn. »Hi«, entgegnet er. »Mein Name ist Kurt.« »Kurt?« Er nickt. »Na, das ist Französisch. Hört mal, ihr solltet hier wirklich vorsichtig sein, wisst ihr? Das Gemäuer hier ist nicht wie die anderen Lost Places in der Gegend. Glaub mir.« Ich deute ein wenig unbeholfen auf seine Augen. Was hat es mit der Gesichtsbemalung auf sich?« Er nickt feierlich. »Das reduziert die Blendung durch die Kamerablitze. So kann man im Dunkeln besser sehen. Das ist in der Fabrik wirklich wichtig. Wollt ihr was davon? Es hilft.« Ich beobachte neugierig, wie er aus seiner Tasche ein kleines Schälchen mit schwarzer Farbe holt, es aufmacht und seine Finger damit einreibt und dann, noch bevor wir etwas erwidern können, greift er in Richtung Lauras Gesicht. Sie macht einen Schritt zurück. Danke. Unbeholfen sieht sie zu mir hinüber. Ich bin mir nicht sicher, was ich von diesem Kerl halten soll, aber ich gehe kein Risiko ein. Vielleicht hat er ja recht. Wahrscheinlich ist es besser, wenn wir einfach gehen. Ja... es war nett, dich kennenzulernen, Kurt. Aber du hast wahrscheinlich recht, vielleicht sollten wir einfach gehen. Kurts Augen leuchten plötzlich auf. Sie sind blassgrau und stechen auffällig aus der dunklen Farbe, die seine Augen umrahmt, hervor. Seine Augen huschen hektisch zwischen uns hin und her. Plötzlich springt er auf, sprintet auf uns zu, stoppt abrupt und starrt hinaus in die Dunkelheit. Irgendetwas stimmt mit ihm nicht. »Zurück«, murmelt er. Dann wird er lauter. »Ihr beide zurück!« Er dreht sich halb um und stößt Laura an die Schulter, die dadurch einen Schritt zurückweichen muss. Er wirft mir einen bösen Blick zu und ich tue es ihm gleich. »Was soll der Scheiß?« zische ich, aber er hält sich einen Finger vor den Mund und bedeutet mir, leise zu sein. Wir verharren mit angehaltenem Atem, während sich unsere Ohren auf die geheimnisvollen Geräusche der Fabrik einstellen. Und ein Schatten schleicht durch die Dunkelheit vor uns. Genau durch die offene Tür, die Laura und ich hinter uns gelassen haben. »Mein Gott«, murmle ich und Laura beginnt leise zu fluchen. Das schattenhafte Ding wird deutlicher, als es weiter ins Licht tritt. Ich kann es nur als eine riesige Ratte beschreiben. Oder etwas, das die Haut einer Ratte trägt, die grotesk über ein Tier gespannt ist, das viel zu groß für jene Haut ist. Es ist grauenhaft. »Fuck«, schreit Laura, als sie in Panik gerät. Während ich nach hinten taumle und nach einem Gegenstand suche, den ich als Waffe benutzen kann, geht Code ruhig nach vorne und hebt seine Kamera. Gezielt blitzt die Kamera hell auf, was sich in den Augen des Monsters spiegelt.
Es stößt einen Schrei aus und stolpert in einen Haufen Ziegelsteine. Schnell wie der Blitz seiner Kamera springt Kurt nach vorne, packt den nächstgelegenen Ziegelstein und schwingt ihn hart auf den Kopf der Kreatur. Mit einem Schwall schwarzer Flüssigkeit und einem unangenehmen Knirschen stößt das Ding einen letzten Schrei aus und bleibt liegen. Es gibt einen Moment der stillen Verwirrung und des Entsetzens. Laura und ich kauern mit großen Augen zusammen und Kurt lässt den Ziegelstein mit einem dumpfen Aufprall auf den Boden fallen. Er schnappt sich den Schwanz der Kreatur und beginnt ihn über den Boden zu ziehen, in Richtung eines der schmalen silbernen Lichtstrahlen, die von der Decke kommen. Kurt, rufe ich zu ihm hinüber. Kurt, was zum Teufel machst du da? Aber er antwortet mir erst, als der Großteil des Monsters im Licht liegt. Dann lässt er den Schwanz fallen und holt tief Luft. Hier, sagt er und zeigt auf das Rattending. Erinnert euch daran, was ihr gesehen habt, an die Graffiti. Und jetzt schaut euch dieses Ding hier wirklich an. Schaut es euch an. Mit pulsierendem Blut tue ich das. Ich blinzle auf das tote Ding, das im Licht gefangen ist. Und es ist, als würde plötzlich etwas in meinem Gehirn ausgelöst werden. Ein Schalter wird umgelegt und ich sehe die Kreatur als das, was sie wirklich ist. Innerhalb einer Sekunde sieht es nicht mehr aus wie eine riesige, tote und ekelhafte Ratte, sondern wie eine Marionette. Ich sehe die Gelenke in ihrem Hals, in ihrem Kiefer. Ich sehe die Mechanismen, mit denen ihre Beine an ihrem nun auffallend künstlich wirkenden Körper befestigt sind. Und ihre Augen. Ihre Augen sehen nicht mehr echt aus. Sie sind eine Fälschung. Glänzende Steine eingepflanzt in einen künstlichen Schädel. Eine Marionette. Was zum Teufel ist das? Frage ich Kurt mit rauer Stimme und er grinst humorlos. Ich bin schon so lange hier und... flüstert er in die Dunkelheit, während der Schnee durch die Decke fällt. Manchmal sehe ich ihn kurz, den Puppenspieler. Wie eine Wolke, die dicht in der Luft hängt, verwoben mit den Schatten der Fabrik. Er tippt auf die Kamera. Und ich werde ihn finden. Ich werde ihn finden. Ich trete langsam aber sicher den Rückzug an und halte Laura dabei fest. Richtig, erwidere ich. Das ist toll, Mann. Wirklich. Aber ich glaube, wir müssen jetzt gehen. Bist du dir sicher? Fragt er und legt den Kopf schief. Der Puppenspieler liebt seine Gäste. Seine Stimme ist sanft und dennoch erfüllt sie den Raum. Vielleicht kann ich ihn heute Abend finden. Ihr werdet herzlich eingeladen, mich zu begleiten. Laura schaut zwischen uns hin und her. Ich glaube, wir sind hier fertig, Kurt. Ihre Stimme zittert. Trotzdem danke. Und damit drehen wir uns um und laufen los. Nicht an Kurt vorbei und zurück durch die Rattentür, sondern quer durch die ganze Halle hinter uns, vorbei an den Trümmern und den Maschinen. Hey, ruft Kurt uns hinterher. Hey, wartet! Aber das tun wir nicht. Wir rasen um eine Ecke und einen dunklen, rohrgesäumten, spinnenweben verhangenen Korridor hinunter. Ein trostloses und lichtloses altes Notausgangsschild, inzwischen mehr grau als grün, verspricht einen Ausweg. Und wir folgen dem Wegweiser durch einen Raum an der Seite der Fabrik. Der Raum ist voll von Schaufensterpuppen. Schaufensterpuppen und Marionetten. Die meisten sind gesichts- und formlos. Aber jedes Mal, wenn ich zwischen den Trümmern ein Gesicht erblicke, durchzuckt mich ein schrecklicher Stich der Angst. Ein gemeißeltes Lächeln oder ein Grinsen. Große, seelenlose Augen, die im Schein unserer Taschenlampe glitzern. Der Weg nach draußen ist durch Trümmer versperrt. Aber in einer angrenzenden Halle drängen wir uns weiter vor, indem wir uns einen Weg durch die Haufen der grässlich verdrehten Puppen bahnen. Als ich durch eine Ansammlung von Holz- und Silikontieren, hauptsächlich Reptilien, laufe, gibt der Boden unter mir einfach nach. Das verrottete Holz unter meinen Füßen bricht zusammen und ich falle in einer Wolke aus Staub, Holz und Splittern aus Glas und Beton zu Boden. Perry! Ruft Laura panisch von oben, während ich durch die Dunkelheit fliege und mit einem lauten Knirschen auf einem Haufen weiterer Marionetten lande. Ich stöhne, rolle zur Seite und schütze mein Gesicht vor herabfallenden Splittern. Gary! Ruft Laura wieder nach unten. Bist du okay? Ich huste und ein kleiner Staubsturm wirbelt um mein Gesicht herum. Ich huste noch mehr und hebe dann den Kopf zum fahlen Licht, das durch das Loch in meiner neuen Decke hereinfällt. Ja, rufe ich nach oben. Mir geht's gut, Laura. Geh einfach raus, okay?
Geh nach draußen und warte am Auto auf mich. Gary! Es ist alles in Ordnung, okay? Geh einfach, wir treffen uns am Auto. Nach kurzem Zögern nickt sie und verschwindet aus meinem Blickfeld. Ich räuspere mich, nehme meine Umgebung in Augenschein und richte mich langsam wieder auf. Die hektische Panik von vor ein paar Augenblicken weicht einem kühlen Gefühl des allgemeinen Unbehagens. Ich versuche, meinen Herzschlag zu beruhigen, während sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnen. Okay, kein Grund auszuflippen. Denk nach und finde einfach einen Weg nach draußen. Nicht hetzen, nur effizient und vorsichtig sein, murmle ich vor mich hin, während ich durch die Schatten stolpere. Vor meinen Augen bilden sich langsam Formen. Rohre, Plakate und Puppen. Ich stoße gegen einen Haufen Köpfe und einer von ihnen fällt herunter und rollt in einem Bogen direkt vor mir herum. Ich weiß nicht, was für ein Kopf das sein soll. Sieht nicht menschlich aus. Zumindest nicht in dem spärlichen Licht hier unten. Und es ähnelt auch keinem Tier, das ich kenne. Ich schüttel mich ein wenig und gehe an ihm vorbei, um eine Ecke und in einen größeren Raum. Hier gibt es tatsächlich etwas Licht, schwach aber vorhanden. Ein schwaches, flackerndes Orange von einer alten und schlecht verkabelten LED neben einer hölzernen Werkbank. Verstaubte Blaupausen säumen die Wände. Und ich zucke erschrocken zusammen, als ich eine Gestalt in der Ecke des Raumes erblicke. Verdammt, stottere ich, um mich wieder zu beruhigen, als ich feststelle, dass es sich ganz offensichtlich um eine weitere Marionette handelt, die von der Decke herabhängt. Die Fäden sind unglaublich dünn, fast unsichtbar, bis auf das schwache orangefarbene Licht, das sich in den Drähten spiegelt. Diese Figur sieht auch nicht wirklich menschlich aus. Es ist ein schlaksiges, unförmiges Ding. Es ist dünn, etwa 2 Meter groß, seine Füße hängen knapp ein paar Zentimeter über dem Boden und sein Kopf hängt schief zur Seite. Die Marionette ist augenlos und ihr Hals ist länger, als er es meiner Meinung nach sein sollte. Der Mund nimmt gut die Hälfte des Gesichts ein, wenn man überhaupt von einem Gesicht sprechen kann. Sein Kiefer hängt offen und gibt den Blick auf das leere Innere frei. Vor dieser Leere blitzen mir rot-schwarze Scherben anstelle von Zähnen entgegen. Ich könnte kotzen. Das flackernde Licht spielt meinem Verstand einen üblen Streich. Es erweckt nämlich den Eindruck, dass die Kreatur in der Ecke zuckt. Und dann schießt mir die Erinnerung an die monströse Ratte, die wir oben gesehen haben, in den Kopf. Wage es ja nicht, murmle ich leise und schleiche an der Wand entlang zur Tür an der mir gegenüberliegenden Ecke. Wage es ja nicht, dich zu bewegen, du Bastard. Langsam und leise schleiche ich durch den Raum. Ich lege eine Hand auf den Schreibtisch hinter mir, um mich abzustützen, damit ich nicht stolpere oder strauchle. Und die Kreatur wartet in der Ecke. Diese monströse Abnormalität einer Marionette. Ein Albtraum, gehüllt in flackernde Schatten. Bitte, denke ich verzweifelt, bitte beweg dich einfach nicht. Und als ich endlich die Tür erreiche, hebe ich meine Hand vom Schreibtisch, verliere den Halt und kralle mich im Versuch, mich zu fangen, wieder an die Tischplatte. Ich erschaudere und bleibe wie versteinert stehen, als das unerträglich laute Geräusch eines über den Tisch rollenden Bleistifts durch den Raum hallt. Jetzt gerade kommt es mir vor, als wären es Nägel an einer Tafel. Es gibt eine Pause und dann ein leises Klappern und Klirren, als der Stift auf dem Beton unter mir landet. Und als Antwort darauf knarrt der Kopf der Marionette in der Dunkelheit herum. Ich stecke in der Scheiße, bis zum Hals. Wie versteinert versuche ich, mich auf meinen weichen Knien zu halten, während die Fäden des Albtraums zu zucken beginnen. Das Ding schwingt sanft von links nach rechts und mit einem weiteren ekelerregenden Knarren lässt es sich aus seiner hängenden Position auf den Boden fallen. Ich beobachte, wie er langsam seinen augenlosen Kopf hebt, um genau in meine Richtung zu schauen. Sein Kiefer knackt dabei. Ich laufe nicht weg. Die Kreatur ist sich meiner Anwesenheit eindeutig bewusst. Aber ich weiß nicht, ob sie mich sehen kann. Mit angehaltenem Atem und einem Herzschlag, der einem Schleudergang gleicht, verlasse ich lautlos den Raum. Keine Ahnung wie und warum ich das mache, denn ich kann mich nicht daran erinnern, meinen Beinen den Befehl dazu gegeben zu haben. Aber mit einer Vorsicht, von der ich nicht einmal wusste, dass sie möglich ist,
schreite ich durch die Schatten der Tür und den angrenzenden Korridor hinunter, nicht wagend schneller zu werden, aber auch entschlossen weiterzugehen, wegzukommen von diesem Drecksding. Ein Geräusch, so etwas wie ein leises Knurren oder ein Husten, vermischt mit dem Knirschen von Metallzahnrädern, schallt aus dem Raum hinter mir und lässt einen Strom von Eis durch mein Blut schießen. Ich versuche, mich ein wenig schneller zu bewegen, und einer meiner Füße landet auf einer einsamen Holzspule. Sie klappert und schlägt gegen die Wand und das Knarren hinter mir wird lauter. Ich gebe meine Bemühungen, still zu sein, auf und stürme durch die Gänge auf der Suche nach einer Tür, einer Treppe, nach egal was, nach irgendetwas. Immer weiter kämpfe ich mich durch dieses Gefängnis aus Holz und Stein. Der Gang, in den ich einbiege, wird von einer einsamen roten Glühbirne erleuchtet. Er ist lang und schmal. Und ich renne so schnell ich kann hindurch. Eine Vision von mechanischen Armen taucht in meinem Kopf auf, von Händen, die durch die Wände brechen und nach mir greifen, nach mir gieren. Aber zum Glück bleibt das nur eine Vision, was nicht bedeutet, dass ich den Horror hinter mir gelassen habe. Am Ende des Korridors, vor einer scharfen Biegung in einen anderen, blicke ich hinter mich in den Schatten. Die verdrehte Marionette stolpert hinter mir her und sieht in dem leuchtenden Rot unter der einsamen hängenden Lampe noch furchteinflößender aus. Sie nimmt den gesamten Korridor ein und schlurft so schnell sie kann, schabt über den Beton und in ihrem Inneren knirschen die mechanischen Einzelteile. Sie stößt einen tiefen, hungrigen Schrei aus und greift nach mir. Ich lasse mich zur Seite fallen, rappel mich an der Wand entlang wieder auf und stürme um die Ecke. Hilfe! Schreie ich ins Ungewisse, während ich mein Bestes tue, um zu entkommen. Verdammt doch mal! Irgendjemand! Kurt! Hilf mir bitte! Der Korridor mündet in einem Raum. Auf der anderen Seite des nur vom spärlichen Mondlicht erhellten Raumes befindet sich eine einsame, verschlossene Holztür. Überall liegen zerbrochene Puppen herum. Einige hängen noch an der Wand. Ein paar der Puppen identifiziere ich als Tiere. Andere sind absurde Kreaturen, die ich nicht zuordnen kann. Und es gibt welche, die die Proportion von Kindern haben. Das Geräusch des Schabens auf Beton, die schweren Schritte. Sie werden lauter und lauter. Ich sprinte durch den Raum und versuche, die Tür zu öffnen. Verschlossen. Fuck. Fuck. Ich versuche es noch einmal. Halbherzig schaue ich mich nach einem Schlüssel um. Aber ich kann mich kaum konzentrieren. Ich kann kaum denken. Es gibt keinen Schlüsselhaken. Nichts auf den Schreibtischen. Ich greife nach den Schreibtischschubladen und reiße sie auf. Sie sind voll mit Papieren, mit Klebepistolen und Patronen. Stifte, Schnurspulen und Staub. Immer Staub, aber keine Schlüssel. Das Scharren wird lauter. Ich werfe einen erschrockenen Blick auf die Tür zum Korridor. Nicht mehr lange und der monströse Schatten der Marionette wird sich durch den Türrahmen pressen. Nicht mehr lange. Ich eile zur Tür, setze einen Fuß in den Schutt und trete mit dem anderen so fest ich kann gegen die Stelle neben der Klinke. Die Tür ächzt und zittert. Aber mehr nicht. Ich versuche es noch einmal und trete so fest ich kann. Wieder ächzt sie und Staub regnet von den Scharnieren herab. Aber die Tür verharrt stoisch in ihrer Position. Das Scharren wird immer lauter. Ich kann seine Schritte jetzt deutlich hören. Ohrenbetäubend laut. Ich kann den würgenden, verzweifelten Atem aus seinem monströsen Schlund hören. Ich werfe einen Blick nach hinten und kann sehen, wie sich die Umrisse seines Schattens in den Türrahmen schieben. Komm schon! Schreie ich und trete so fest, ich kann einmal, zweimal, ein drittes Mal. Aber die Tür bricht nicht und das Schloss hält, als wäre es aus reinem Diamant. Ich drehe mich um und drücke mich mit dem Rücken gegen die Tür und erschrecke, als die schlurfende Marionette durch die Türöffnung in mein Blickfeld tritt. Es ist ein großes, verdrehtes Ding und es zuckt unnatürlich, wenn es sich bewegt. Sein Kiefer klappt auf und zwischen den schmalen Zähnen sickert dunkle Flüssigkeit hervor. Irgendetwas räkelt sich in diesem schrecklichen Maul und es wird plötzlich schneller. Ich weiß nicht, wie es ohne Augen weiß, wo ich bin, aber es weiß es eindeutig. Es schreitet aus der Dunkelheit auf mich zu. Das Geräusch seiner Gier schwillt in meinen Ohren zu einem Orchester des Todes an, als die Tür hinter mir plötzlich wie von Geisterhand aufgeht. Ich stolpere rückwärts durch die Tür ins Ungewisse und beobachte schockiert, wie das Monster noch mehr Tempo aufnimmt. Die schwere Tür fällt ins Schloss direkt vor seiner Nase.
Laura erscheint neben mir und eilt nach vorn, um den Türriegel wieder in seine Position zu schieben. Sie dreht sich zu mir um und nimmt mein Gesicht in ihre Hände, während das Monster kreischend und polternd hinter der Tür nach seiner Beute giert. »Geht es dir gut?«, fragt sie, und ich nicke nur fassungslos. »Okay, komm schon. Lass uns von hier verschwinden.« Sie ergreift meine Hand und führt mich zu einer nahegelegenen Treppe. Wir gehen hinauf und treten zurück in das schummrige, graue Fabriklicht. Kurt ist da und nickt mir zu. »Es war dumm, von euch wegzulaufen«, sagt er und schaut mir über die Schulter, die Kamera fest in der Hand. »Aber im Ernst, ich glaube, ihr hattet recht. Es ist Zeit zu gehen. Kommt, lasst uns einfach den Weg zurückgehen, den ihr gekommen seid.« Es fällt mir schwer zu sprechen. Das Bild des Monsters auf der unteren Ebene geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Das Bild seines gequälten, zuckenden Körpers, sein hängender Kiefer und diese Fäden, die sich im Licht verfangen haben. Wir erreichen die Halle mit den Löchern in der Decke, die Halle mit der dünnen Schneeschicht und den silbrigen Lichtstrahlen. Und wie in Zeitlupe kommt Kurt langsam zum Stillstand. Er dreht sich zu uns um und mein Blick wandert nach unten, während er in seine Tasche greift. Er hält inne, mustert uns beide und seine Augen treffen die meinen. Die Spannung wächst, bis sie sich mit einem schnellen, traurigen Seufzer löst. Kurt tritt zur Seite. Ich verstehe die Bedeutung dessen, was hier geschieht, nicht ganz. Aber eine seltsame Erleichterung durchströmt mich. »Den restlichen Weg schafft ihr ohne mich«, sagt er leise. »Ihr tut gut daran, nicht mehr hierher zu kommen.« »Danke, Kumpel«, murmle ich und wir treten in den Flur, der sich vor uns auftut. Ich werfe einen letzten Blick hinter mich, bevor wir uns durch die Türen schieben und durch den Raum voller Maschinen zurück in die staubige Lobby und in die Welt da draußen gehen. Innerhalb weniger Minuten sitzen wir wieder in der Sicherheit unseres Autos. Als wir losfahren, drehe ich mich noch einmal um einen letzten Blick auf diese verfluchte Fabrik zu werfen und sehe, wie eine Reihe von Schnüren im silbrigen Licht des Mondes glitzert, die an Kurts Gelenken befestigt sind. Sie sind straff gespannt und ziehen sich hoch in die Schatten über ihn und rundherum. Ich beobachte, wie die Fäden an seinem Kopf gezogen werden und er sich umdreht, um uns beim Wegfahren zuzusehen. Ich höre das leise, traurige Klirren der Rädchen in seinem Körper, sehe, wie sich die Fäden an seinen Armen spannen, als er seine Kamera einstellt. Und ich sehe, wie sich die Schatten über sein Gesicht legen, als er verschwindet und die alte Tür klirrend zufällt. Ich träume immer noch von dieser Fabrik, manchmal. Doch die Träume von Laura sind um einiges schlimmer als die meinen. Ich höre sie im Schlaf. Sie murmelt und hat Angst. Und manchmal, in manchen Nächten, schwört sie, dass sie etwas spürt, das an ihren Gelenken zerrt. Etwas Unsichtbares in der Dunkelheit, das versucht, sie aus dem Bett zu ziehen.